Was mir aber ein bisschen bei der Betrachtung der Geschichte mit Roger Schmidt, das ist mir ein bisschen zu unkritisch, ehrlich gesagt. Also der, jetzt werden wahrscheinlich meine Kollegen, mit denen ich in der Freizeitliga zu Hause spiele, die werden jetzt laut auflachen, weil ich auch kein Kind von Traurigkeit bin, wenn ich auf dem Fußballplatz stehe. Aber verbal oder körperlich? Beides, aber es gibt einen Unterschied dann. Ne? Bei uns stehen zwei Leute mit einem Pilz in der Hand und Roger Schmidt steht in der Öffentlichkeit. Also, und noch eine Komponente dazu, also der Satz, der jetzt ja noch gar nicht so doll gefallen ist, ist dieser, er sagte ja zu dem Nagelsmann, glaubst du, du hättest den Fußball erfunden? Und das spielt mir sowas Despektierliches mit. Ja, ich glaube nicht, dass Roger Schmidt sich getraut hätte, bei Carlo Ancelotti zum Beispiel sowas zu machen. Ja? Und bei diesem jungen Kollegen macht er das. Also ich finde, das ist eigentlich eines Bundesliga-Trainers nicht wirklich. Ich glaube, dass der Schmidt das auch bei Ancelotti gesagt hätte. Ja, er hat es auch mal zum ersten FC Köln gesagt, gegenüber Peter Stöger. Ja, also wenn man kennt, so Fußball spielt, dann möchte ich kein Trainer sein. Der kennt keine Verwandten. Ja, also ist das, übertreibt er da? Mein Gott, wir reden über Fußball. Nee, Waldi, da bin ich dann doch auch. Also nee, ich habe zwei Fußball, Söhne, 14 und 16. Ich habe drei Söhne, aber die 14 und 16 muss ich hin und wieder auf Grenzen des, der Dinge hinweisen. Ob mit oder ohne Erfolg, sei mal dahingestellt. Aber ich habe dann wenig Argumente und das möchte ich nicht. Ich möchte mir die Argumente nicht aus der Hand nehmen lassen, die ich bei meinen Söhnen anwende, wenn öffentlich so umgegangen wird. Ich finde es nobel, dass der Nagelsmann hinterher gesagt hat, komm, hör auf, das ist hier, der darf das sagen, finde ich. Das ist Fußball, das, was er mir da gesagt hat, ist vergessen, ist erledigt. Dankeschön. Das finde ich gut. Okay. Der hat 3-0 gewonnen, das ist natürlich auch relativ leicht. Ne? Dennoch, er sagt es, alles gut, der kann die Sache dann nicht verlieren. Er macht etwas öffentlich, Menschen hören zu. Und da gelten dann doch ein bisschen andere Regeln als in der Freizeitliga. Ich will nur noch mal zurück auf das Eingangsstatement. Kann sich Bayer Leverkusen diesen Trainer noch leisten? Und wenn ich diese Frage, wenn die so im Raum steht, dann würde ich sagen, also das geht mir zu weit. Sein Problem ist aus meiner Sicht, wäre alles nicht so schlimm. Ist Fußball, ist Männersprache. Sein Problem ist, dass er die Pfeile seit langer Zeit schon auf sich zieht. Dass er, was er Nagelsmann vorgeworfen hat, ob er den Fußball erfunden hat, für sich ab und zu so reklamiert, so erzählen mir das auf jeden Fall Kollegen dort im Raum Leverkusen, und dass er das nicht zum ersten Mal macht. Er hat ein gutes Vorbild, mein Freund Rudi, dem eifert er nach, aber manchmal so ein bisschen zu viel. Rudi Völler, meinst du? Ja.